Können Ukrainer Bürgergeld wirklich ohne eine Prüfung bekommen? Ist das, was auf TikTok dort verbreitet wurde, Fake News? Was stimmt nun? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe ein TikTok-Video gesehen von einer jungen Dame, die hat, ich will das mal ganz kurz einblenden, hier uns mitgeteilt, dass, das ist die Vivian, dass angeblich sie in ihrem Urlaub auf Teneriffa erfahren habe, ich gehe mal hier rein, dass Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland ohne irgendeine Prüfung Bürgergeld bekommen und könnten damit sogar Urlaub auf einer Insel von Nordwestafrika machen. Damit noch nicht genug. Zusätzlich hätten die Menschen neben dem Bürgergeld noch einen Job in der Ukraine. Das Video von der Vivian wurde wohl angeblich 1,3 Millionen Mal aufgerufen. Ja, und so weiter. Also es wurde ziemlich ordentlich verbreitet. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist denn tatsächlich dran an der ganzen Geschichte? Und ich habe hier eine Internetseite von der Internetseite korrektiv.org und die haben hier einen Faktencheck gemacht. Ich kann das auch mal ein bisschen größer machen, sodass Sie das vielleicht mal ein bisschen besser sehen. Und da sagen die, nein, Ukrainerinnen und Ukrainer erhalten nicht ohne irgendeine Prüfung Bürgergeld. Also das ist gar nicht möglich. Die Bundesagentur für Arbeit betont auch, dass diese Asylbewerber und die Flüchtlinge aus der Ukraine genauso geprüft werden wie bei allen anderen Antragstellenden auch. Ja, und dann habe ich mir mal die Frage gestellt, wie läuft das jetzt eigentlich so generell ab? Und da sehen wir hier einfach ein Frage-Antwort-Tool von dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales vom 1. März 2023, also schon ziemlich genau. Und da geht es also um die Fragen und Antworten für Geflüchtete aus der Ukraine. Unter anderem die Frage, kann ich in Deutschland eine Sozialleistung erhalten? Und da ist es ganz spannend, doch mal zu sehen, ja, ich kann als Ukrainer in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen eine Sozialleistung erhalten. Zum Beispiel, wenn das eigene Vermögen und das eigene Einkommen nicht ausreicht, um die Lebenshaltungskosten zu decken. Aber Voraussetzung dafür ist, dass Sie eine entsprechende Aufenthaltserlaubnis haben, nach § 24 Aufenthaltsgesetz. Hier, das möchte ich hier mal ganz kurz so einscrollen, dass Sie es hier mal sehen. Ja. Oder eine entsprechende Fiktionsbescheinigung von der Ausländerbehörde haben. Die örtlichen Jobcenter oder das örtliche Sozialamt beraten Sie dazu. Und wer nicht erwerbsfähig ist, denn nur Erwerbsfähige erhalten das Bürgergeld, der kann dann beim Sozialamt entsprechend den ähnlichen Vorschriften im SGB 12 wie das Bürgergeld, SGB 2, dann Sozialhilfe beantragen. Aber letzten Endes, meine Damen und Herren, ist es schlicht und ergreifend so, dass es eben nicht so ist, dass ich als Ukrainer einfach hier nach Deutschland kommen kann und sagen, die Hand aufhalten kann und sagen kann, hallo, hier bin ich und jetzt bekomme ich mal Bürgergeld von euch oder ich bekomme Sozialhilfe von euch. Das geht so nicht, sondern es müssen hier entsprechende Prüfungsverfahren stattfinden. Korrektiv hat das auch nochmal selber geprüft und hat dann auch nochmal hier geguckt, wie sieht die Sache aus, hat denn Vivian hier recht, was sie sagt, und Korrektiv meint dann auch letzten Endes, dass mindestens ein Teil ihrer Geschichte nicht ganz stimmen kann und auch falsch ist. Unter anderem auch letzten Endes, dass Menschen aus dem Ausland, die hier in Deutschland eine Aufenthaltsgenehmigung haben und dann über die Aufenthaltsgenehmigung einen entsprechenden Bürgergeldanspruch haben, dass die zum Beispiel nicht einfach so Urlaub machen können, wie sie wollen, sondern sie können sich wenigstens 21 Tage im Jahr abseits ihres Wohnortes bewegen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sagt auch nochmal, möchte ich Ihnen auch nochmal ganz kurz hier offenlegen, hier, was ist bei kurz- und langfristigen Reisen ins Ausland beziehungsweise bei ihrer Rückkehr in die Ukraine oder bei Umzug in ein anderes Land zu beachten. Und bei kurzfristigen Reisen gilt das immer. 3 Wochen ist überhaupt gar kein Problem, einschließlich Wochenenden und Feiertagen. Können Sie auch mal in Ihrer Heimat reisen und dann nach Deutschland zurückkehren.
In diesem Fall wird, wenn das Jobcenter der Abwesenheit zugestimmt hat, das Bürgergeld ganz normal weitergezahlt. Das wird übrigens, wenn Sie Deutscher sind und Sie fahren jetzt 3 Wochen in den Urlaub, mit dem Bürgergeld genauso gemacht. Und sollte aber die Reise sozusagen länger sein, also länger als 6 Wochen, länger als 3 Wochen, also zwischen 3 und 6 Wochen liegen, dann sehen wir es hier hinten, hier unten zum Beispiel, dann wird das Arbeitslosengeld, das Bürgergeld lediglich für eine Dauer von 3 Wochen gezahlt. Bei langfristigen Reisen, die man natürlich dann auch letzten Endes melden muss, das ist ganz klar, gibt es dann kein Bürgergeld mehr. Da wird die Zahlung dann eingestellt. Selbstverständlich hat der entsprechende Ausländer hier das Bürger, das Jobcenter oder auch das Sozialamt entsprechend zu informieren. Also das, was die Vivian uns hier letzten Endes auf TikTok erzählt hat, ist aus meiner Sicht ja nicht ganz richtig. Und ein Begrüßungsgeld haben die Ukrainer von 500 € auch nicht erhalten. Also davon habe ich auch als Sozialrechtler hier in der Kanzlei noch nichts gehört. Ja, meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, wir sollten einfach die ganze Sache etwas nüchterner betrachten. Einfach so, wie es bei anderen Ausländern auch der Fall ist, die nach den Asylbewerberleistungsregelungen ihre Leistungen bekommen hier in Deutschland. Ja, ich habe keine Ahnung, was die Vivian da geritten hat, warum sie das sozusagen hier so behauptet hat. Aber ich denke mal, die Faktenlage ist tatsächlich eine andere, denn die Bürgerinnen und Bürger aus der Ukraine bekommen dieses Bürgergeld nicht ohne entsprechende Prüfung der rechtlichen Situation. Es werden auch die Einkünfte geprüft, es wird auch das Vermögen geprüft. Also letzten Endes, ja, Sie haben natürlich recht, Alemann. Da kann auch Missbrauch betrieben werden, aber das haben wir natürlich auch in Einzelfällen bei deutschen Kunden, die Bürgergeldanspruch haben. Die missbrauchen letzten Endes möglicherweise auch das System. Aber das ist eben nicht die breite Masse. Die breite Masse ist ehrlich und gibt auch ihre persönlichen Verhältnisse ehrlich an. Und ich unterstelle auch, dass die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier in Deutschland sind und unsere Leistungen in Anspruch nehmen, auch ehrlich sind. Was anderes kann ich mir leider nicht vorstellen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.